Die zweite Phase des Bilderstreits wurde von Kaiser Leon V. eingeleitet, der 815, kurz nach seinem Regierungsantritt, ein Konzil in der Hagia Sophia einberief. Der Kaiserin Irene, die zum Ausgleich beigetragen hatte, wurde weibliche Einfalt vorgeworfen. Sie habe angeordnet, den Sohn Gottes durch ehrlose Materie darzustellen. Danach wurden die Beschlüsse von Hiraea wieder in Kraft gesetzt. Trotzdem war das kaiserliche Vorgehen in dieser zweiten Phase des Bilderstreits gemäßigt. Nur in den Jahren von 821 bis 823 wurden härtere Maßnahmen getroffen. Zwei Kirchenmänner erlitten Verfolgungen. Patriarch Nikephoros wurde abgesetzt und verbannt. Theodoros Studites, ein bedeutender Theologe, wurde verbannt und dann inhaftiert. Weitere Verfolgungen gab es zwischen 832 und 836. Mönche wurden verbannt. Nach dem Tod Kaiser Theophilos 842 war der Weg für einen Frieden frei. Im März 843 proklamierte eine Synode in Konstantinopel die Wiederherstellung der Ikonen. Die Wirkung des Bilderstreits war vor allem in der Peripherie spürbar. Das Auseinandergehen von Ost und West, die in weiterer Folge auch zur kirchlichen Trennung führte, war wie die Etablierung des westlichen Kaisertums eine Folge des byzantinischen Bilderstreits. Daneben gewann die Peripherie einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung der byzantinischen Kultur. Die östlichen und südlichen Provinzen, die unter arabischer Herrschaft standen, entwickelten sich zum innovativen Faktor. Die Mosaike des Sinai-Klosters wurden wie die Ikonen und die Bilderhandschriften der Klöster Palästinas zum Vorbild für die neue religiöse Kunst nach dem Bilderstreit. Überhaupt wurden nun Mönche aus Palästina und Syrien in der Hauptstadt einflussreich und bestimmten das kulturelle Leben. Sie standen in der Tradition der Eremiten und waren gegenüber Wissenschaft und Kunst abgeneigt, daher propagierten sie eine Abwendung vom Weltlichen bis hin zum Geistlichen. Mit den chaotischen Zuständen und der tiefen Umgestaltung des Geisteslebens stellt daher der Ikonoklasmus eine Zäsur in der byzantinischen Geschichte dar.